ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar ist der heutige Stargast... Ich. Ja, ich dachte mir, weil ich schon letzte Woche... ich mag gerade dieses Lieblingsessen von anderen. Und ich dachte, wenn ich die Kylie Jenner nehme, mich, dann darfst auch du mal. Das ist nett. Nach der Kylie Jenner bin ich. Nach der Kylie Jenner ist schon der Ahnung. Du bist eh viel cooler als sie. Deswegen dachte ich, werden wir heute, ja, einen Tag lang dein Lieblingsessen essen. Ich freue mich, offensichtlich. War richtig süß. Ich hatte ihn gefragt, ob er darauf Lust hätte und was liegt dabei. Also, wäre ich auch, wenn ich heute noch mein Lieblingsessen essen würde. Ich würde sagen, wir frühstücken direkt, oder? So machen wir das. Ja. Super. Mein Lieblingsfrühstücksessen ist eine Avocado-Stulle. Ja, das ist so süß. Ich habe ihn gestern gefragt und ich war so, weiß man, auf die City doch gar nicht, aber es ist halt dein Lieblings. Genau, ich esse die immer, wenn sie 15 Euro kosten, im Café. Wie ihr wisst, wenn ihr unsere Videos, ihre Videos verfolgt. Aber das können wir auch selber machen. Ja. Dann legen wir mal los. Ich zeige euch mal. Eine Stulle. Ja. Jetzt haben wir einfach dieses Vital Fit geholt, weil das kommt eh in den Toaster, aber es sah eigentlich ganz nett aus, finde ich. Finde ich eigentlich echt ganz gut. Dafür, dass die abgepackt sind, schmecken die aber echt eigentlich ganz lecker. Sogar hier Nutri-Score A, siehst du? Avocados. Dann als unterster Belag Frischkäse. Ja. Der ist auch echt lecker, muss ich sagen. Und den gibt es jetzt im Aldi im Dauersortiment. Ich habe mich so gefreut. Den habe ich heute einfach gekauft. Einfach so. Wie ihr seht, mit Avocado drauf. Ist dafür gemacht. Dann noch Cocktailtomaten oder Cherrytomaten. Dann Eier. Wir können jetzt, glaube ich, nicht so ein cooles branchiertes Ei drauf machen. Nee, das klappt nicht. Das habe ich aber schon probiert. Spiegelei einfach und dann zerläuft das Eigelb ja auch sogar drüber. Ja, das ist schon lecker, muss ich sagen, ja. Und noch Gewürze. Avocado-Topping. Schneidest du denn Avocado? So schneidet Arne seine Avocado, indem er die Schale im Nachhinein abmacht. Zack. Warum ständig? Also ihr seht, ne, auch nochmal zur Avocado-Rechtfertigung, wir haben die nicht oft hier im Haus. Er bestellt es nicht mehr, wie ihr seht, weil Avocado hast du auch noch nie geschnitten, gell? Doch. Also das ist doch komplett weird. Freunde, wirklich, jetzt schreibt doch mal was dazu. Das ist doch irgendwie... Zack. Nee, ich glaube, das schneidet so keiner. Naja, gut, wie auch immer. Soll ja meine schmecken, ne? Und wenn du es gerne so schneidest. Hey. Bevor du mir jetzt irgendwie noch die Eierschale im Nachhinein erst abmachst oder so, mache ich jetzt einfach das Spiegelei. Ich glaube, da. Ne? Wollen wir jetzt kein Risiko eingehen? Ja, ist doch wunderbar. Mhm. Es hat nur 10 Minuten gedauert, währenddessen ist das Brot schon fertig, die Eier sind eigentlich schon fast durch und Arne hat seine Avocado geschnitten. Ich finde sehr süß. Und meine Brotscheibe? Ja, eins nach dem anderen. Achso, okay. Das ist schon wieder Stress. Next step. Avocados. Sieht schon mal ganz gut aus. Als letztes die Geheimzutat, weil noch sieht es irgendwie, es sieht schön aus, aber ich glaube, das ist immer so, das macht dann dieses Extra. Ist das hier, ist auch eines meiner liebsten Gewürze. Solltet ihr auch Just Spices Fans sein, wie wir es sind. Es gibt gerade ja diese Glamour Shopping Week. Da machen so viele Stores gerade mit. Und auch Just Spices, was sehr cool ist. Das heißt, dadurch, dass die eigentlich so selten Rabatte haben, gibt es aber jetzt gerade vom 2.4. bis zum 10.4. nämlich 20% auf alles. Bis auf Bücher und Gutscheine. Ihr bekommt also 20% Rabatt auf euren gesamten Einkauf. Und wenn ihr einen Bestellwert habt von 20 Euro, dann bekommt ihr auch das gratis Kräuter Stullenspice dazu. Es ist zwar jetzt nicht das, aber ich glaube, ne, alles, was man so aus Brot machen kann. Alles auf Stullen.
Schmeckt halt wirklich einfach besser, finde ich. Und wenn aber die Glamour Shopping Week vorbei ist, die geht ja wie gesagt nur bis zum 10.4., dann folgt mein Code und zwar JustSophiaLise. Ich hatte ja schon mal mit denen kooperiert und da kriegt ihr quasi mein, ich zeig's euch. Seitdem schmeckt nämlich meine Tomatensauce lecker. Ich hasse eigentlich Tomatensauce, aber das Gewürz ist so unfassbar lecker. Deswegen habe ich mir das rausgesucht, dass ihr das umsonst dazu bekommt, wenn ihr quasi auch ab einem Bestellwert von 20 Euro quasi eingekauft habt. Jetzt sieht das Brot nämlich gleich. Der Game Changer. Yes. Wie es einfach wirklich direkt schöner aussieht. Ach ja. Und dafür hätten wir jetzt 15 Euro bezahlt. In der Chinaski Bar. Ein Gedicht. Mhm. Mit eines der besten, deftigsten Frühstücks, finde ich. Einfach eine Stulle. Ja, jetzt kommt der schöne Teil. Das Ei läuft raus. Sogar die Avocado schmeckt lecker. Wahrscheinlich, weil du die so geschnitten hast. Ja, du musst die Liebe spüren. Ich merk's raus. Aber nee, du kannst sie wirklich so öfter machen. Das schmeckt echt lecker. Ich zeig gerade dem Arne jetzt bei unserer zweiten Stulle, wie man eine Avocado eigentlich easy schnell... Wie hässlich das jetzt ist. Nein, die ist halt richtig geil reif. So, und da hast du hier deine Scheibchen. Wie gesagt, die spürt die Liebe nicht. Aber das lassen wir jetzt noch schmecken und das habe ich jetzt mal belegt. Das sind jetzt die zweiten Stullen. Lass uns jetzt nochmal schmecken. Sieht schon geil aus. Obwohl es Arnes Lieblingsessen ist, bin ich gerade selbst mega happy, vorher jetzt bestellen. Surprise! Was geht's? Ein Beyond Burger. Ein Beyond Burger. Schatz, das ist voll von gestern. Seit neuester Zeit blende ich das mit dem Bildschirm ein. Habt ihr noch gar nichts gesagt? Ist das cool? Ich finde das cool. Blendet euch das mal ein, wie der Burger aussieht. So, hier. Ja, du musst, ja. Ja, ich teile das. Langsam, langsam wird sie so professionell. Ja? Kann zeigen. Was. Hier der, ne? Ja. Der teuerste ist der natürlich. Ne, schon, ist auch so dein Liebling, gell? Magst du noch irgendwas dazu? Bacon? Weil es gibt. Oh, gut, es ist dein Tag. Aber Bacon. Wenn. Ja? Supi. Eingefügt bestellen wir. Ich meine, 26 Euro für einen Burger, also für zwei, ist schon viel Geld. Aber wir waren da schon mal an meinem Vegan Cheat Day. Aber normalerweise ist der auch nicht so teuer. Das ist nur der Beyond Burger, der so teuer ist. Ach so, stimmt. Der andere hat hier den teuersten. Also normalerweise kosten Hamburger die. Der kostet 7,40 Euro. Genau, also es, und dafür wirklich ist es richtiges Highlife Fast Food, Imbiss, was auch immer. Ja, aber richtig, ich finde Beyond Burger ist halt schon wirklich geil. Hatte ich letztens auch beim Mosh Mosh, gab es die Bulette dazu, bei so gebratenen Nudeln. Das ist schon krass, schon next level. Wir gehen zum Asiaten, da sind wir zum Konzert gegangen. Asiatisch essen. Wir sitzen da beim Asiaten und ich habe mein liebstes Curry bestellt gehabt und er... Beyond Burger. Nein, gebratene Nudeln und da halt noch einen Beyond Burger drauf. Es hat geschmeckt. Naja. Aber ja, 25 bis 35 Minuten. Also sehen wir uns da wahrscheinlich wieder. Ne? Denke ich mal. Ich glaube, das ist mir relativ egal. Ja, stimmt. Irgendwie muss ich euch das immer sagen, aber es ist sowieso der nächste Cut. Naja, egal. Ich sag's euch trotzdem, in 25 Minuten sehen wir uns wieder. Oh, fantastisch. Na, was ist das denn? Kostenlose Oreos bekommen. Danke für deine Bestellung. Das ist ja süß. Tja. Das hatten wir jetzt echt noch nie und wir haben oft jetzt schon mit euch zusammen bestellt, aber das ist mir neu. Das finde ich ja super. Ja, das finde ich auch so. Können wir gleich essen. Nein, aber wird nur mein Lieblingsessen gegessen. Ja, ist das trotzdem gleich. Was man geschenkt bekommt, das muss man direkt aufessen. Bringt uns Unglück. Habe ich jetzt so erfunden. So. So. Beides ist sowieso dasselbe. Oh, ich muss sagen, Burger sind was Tolles. Wenn das nicht eines Lieblingsessens würdig ist, weiß ich auch nicht weiter. Ja, du magst alles mit, was so Fake Patty ist, gell? Das sieht auch gut aus, das Brötchen. Okay, ja, du darfst reinmeißen in dein Video. Brauchst nicht warten. Geil. Ja? Nichts anderes sagen würdest du. Sieht auch echt gut aus, die Soße vor allem wieder, ne? Sieht wieder aus wie diese... Das Brötchen. Five, nicht Five In Guys. In and Out. In and Out. Riecht auch richtig gut.
Und ich finde es so krass, wie echt es immer nach Fleisch aussieht. Das schmeckt auch jetzt ganz einzig Fleisch. Das kann die Ansage wirklich krank. Ah ja, genau. Und hier ist auch der Bacon, damit ihr es mal seht. Ich zeige euch das mal. Ich finde das nämlich echt so cool. Weil, ich meine, Patties haben die auch natürlich in vegetarisch. Aber dass da auch noch so Bacon dabei ist, Veggie, das ist schon echt... Sogar alles vegan, ja. Ja, stimmt. Alles sogar vegan, genau. Das ist halt echt nochmal eine andere Liga. Das finde ich so cool. Warte ich doch auf meine Reaktion. Ich bin gerade eher vom Bacon geschockt. Den schmecke ich gerade nur. Der schmeckt richtig geil rauchig. Und auch wie Bacon. Also quasi, ich glaube, wir hatten auch noch nie Bacon, oder? Dort gegessen. Sieht zwar halt nicht so echt aus, finde ich, aber schmeckt, und das ist ja das Wichtigste. Schmeckt wie Bacon. Die Soße sieht nicht nur geil aus, sie schmeckt wirklich auch Hammer. Ich würde nicht sagen, ganz so gut wie unsere, aber schon nah dran. Und was mich mal interessieren würde, ich habe das schon so oft mit dem Arne mal vorgehabt, dass wir irgendwie so Bratkartoffeln mit Speck machen, aber halt mit Fake-Speck so, ne? Also halt vegetarisch oder halt vegan, was auch immer. Weil wir beide halt Bratkartoffeln lieben, aber halt irgendwie ohne schmeckt es nicht, finde ich. Aber ich weiß auch, dass es irgendwo Speck gibt, aber ich finde ihn nicht. Es gibt ihn nicht im Rewe-Center, ich finde ihn nicht im, ja gut, im Aldi sowieso nicht, aber im Lidl auch nicht. Penny habe ich es auch noch nicht gespottet. Sonst haben wir halt nicht mehr, also wir haben noch Netto, da kann ich mal vorbeischauen. Aber sonst, schreibt mir mal gerne, weil ich weiß, wer hatte denn jetzt Bacon? Vielleicht Edeka? Vielleicht Edeka, aber wir haben hier keinen. Zumindest keine Ahnung. Schreibt mir mal gerne, wo man das finden könnte. Das schmeckt einfach wie? Ich wollte gerade sagen, schmeckt wie so ein bisschen auch Big Mac mäßig. Mhm. Nur in besser. Boah, also das ist zwar halt eher so eine Imbissbude, aber besucht mir im Skyline Plaza vegan, nee, vegan. Ich blende es euch nochmal ein, vegan. Weil das ist wirklich lecker. Einfach so bestellt. Irgendwo hin mitgenommen, an Main oder so. Das müssen wir immer diesen Sommer machen. Wir haben sogar. Richtig cool. Hatte ich letztens Dönerfleisch. Ja, im Wrap. Stimmt. Das war auch krass. Stimmt. Das ist nämlich auch sowas, das findest du hier sehr schwer. Schon so Fake-Dönerfleisch. Das gibt es halt mit Gemüse oder Falafel, wie gesagt. So gebratenes Gemüse. So mediterranes. Also ich finde mich jetzt sehr zufrieden mit meiner. Ich auch. Ich muss sagen, die Avocado-Schote war super lecker. Der Burger ist super. Also ich bin auch d'accord. Unterschreibe ich auch so. Ich finde es auch voll interessant, weil ich glaube, dadurch, wir sind jetzt 4 Jahre zusammen, überträgt man so ein bisschen den Geschmack auf den Partner, habe ich das Gefühl. Weil irgendwie haben wir jetzt so nichts, was der andere jetzt so gar nicht mag. Ich meine, klar, deine Schafskäse-Liebe ist anders, aber wir haben jetzt beide jetzt nicht sowas, oder? Naja, allein schon, dass du scharf ist zum Beispiel. Aber auch nicht mehr so, ich kann auch nicht mehr so viel, also gut, auch wegen der Pille, aber auch so, es schmeckt mir auch nicht mehr so gut. Weil wir es halt auch einfach nicht mehr machen, deswegen meine ich ja, ich finde das irgendwie, ja. Boah, so ein Absacker, ne? Nee, ich esse halt nur mein Lieblingsessen. Du kannst gerne... Das sagst du aber auch jetzt nur deswegen. Nein, du kannst gerne schummeln, ich schummel nicht. Aber es ist jetzt so richtig geil. Die Creme ist so ein bisschen warm geworden, weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, wie warm wird, wenn ich in der Tüte. Ja, okay. Und deswegen, es schmeckt richtig geil. Noch cremiger als sonst. Sicher. Nein. Die waren aber früher auch selbst deine Lieblinge. Wenn, dann diese mit Schoko überzogen. Die waren krass. Oh, stimmt. Aber nee, die normalen Oreos waren immer gut. Kann man immer gut essen. Mhm. Aber war jetzt nie mein absoluter Favorit. Oh, da ich halt echt so eine Phase. Im Gegensatz zu den Zungen, ne? Die waren wirklich krass. Ja, die sind wirklich nochmal eine andere Stufe. Aber die haben halt nicht da. Wie auch immer. Ja, weil wir haben mein Lieblingsessen. Die sind wirklich phänomenal. Die hattest du auch mal, glaube ich, in unserem Lieblingsvideo, das war auch noch so süß, als wir das gedreht hatten. Da hattest du deine Lieblingssüßigkeit, glaube ich. Ah, ja. Und ich hatte auch den Cheesecake letztens mit. Stimmt.
Ich überlege gerade, oder hatte ich die Hippos gezeigt? Nee, ich habe sie gleich gezeigt. Du hast sie gezeigt, ne? Ja. Mit diesen verschiedenen Kategorien. Wenn ich dran denke, mache ich euch die Infokarte rein mit dem Video. Stimmt, nochmal so professionell geworden. Grüßt euch hier, ne? Die sind toll. Die gehören auch mit zu meinem Top. Süßigkeiten. Ich liebe halt immer diese Cremes. Bei denen ist schön viel Creme dabei. Mittagessen und Snackkette auch schon mal entscheiden können. Zwillinge. Ihr habt wohl hoffentlich nicht geglaubt, dass der Väter ausbleibt heute. Natürlich. Gibt es den jetzt noch, ne? So sieht's aus. Aber ihr wisst ja nicht wie. Also das, die Form finde ich sogar richtig lecker. Esse ich selbst gern. Siehst du mal. Na, präsentier mal dein Lieblingsessen hier. Wir sehen Schafskäse, Zwiebeln, Brot, Knobi, relativ große Stücke. Ja, das ist ahnungsweise. Ich hätte es nicht so gemacht, aber sag, das ist besser so. Gewürze, ja, edelsüße Paprika, Just Spices, Pfeffer und dann Olivenöl. Ja. Und dann Backofen und dann Essen. Genau. Und dazu, ihr seht gerade, haben wir hier noch Brötchen. Und zwar Annes Lieblinge. Die guten Walnussbrötchen vom Aldi. Ja, die haben wir früher echt voll gerne gegessen. Immer noch. Ja, aber irgendwie hatten wir mal eine Pause. Ah, vielen Dank. Das ist schon geil. Ich meinte aber auch. Das sieht wirklich gut aus. Auch sehr einfach und sehr lecker. Stimmt, es ist wirklich einfach. Einfach in den Backofen geschmissen. Und außerdem, ich glaube, so eine halbe Stunde hatten wir den drin. Kann man halt auch so viel währenddessen machen. Ich habe mich gerade noch geduscht. Ich war nämlich gefallen beim Zumba. Genau. Eher so ein Körperklaus gewesen, aber es hat Spaß gemacht. Schmeckt's? Einfach. Das freut mich. Heute bin ich wirklich ein sehr schöner Tag. Geht nicht besser. Ja, das schmeckt echt geil. Sein Papa hat das halt auch früher immer gemacht zu Hause. Ich bin immer noch der Meinung, er macht es am allerbesten, aber Ingo macht den Meister, wir werden da auch noch gut drin. Also finde ich echt voll lecker. Zum Mädchen hätte ich noch drauf gemacht, aber ich werde ja nicht gefragt heute, ne? Zu Recht. Dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr besonders heute lecker fandet. Und ob ihr mit dem anderen relaten könnt. Mit deinem Lieblingsessen. Ich muss sagen, ich habe mich aber auch schon den ganzen Tag eigentlich drauf gefreut. Ich wusste, es wird jetzt nichts Grausames. Ja, das war's soweit. Wir hoffen jetzt beide sehr, ne? Eigentlich kannst du das Outro machen. Dein Video. Nein. Oh, Scheiße, den will ich jetzt. Kein Problem. Test, Test. 1, 2, 3. Also, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Ja. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, so in die Kommentare und so, wie so alles war. Und fühlt euch ganz doll gedrückt. Bleibt gesund. Ach, jetzt komm. Und dann sehen wir uns hoffentlich wann? Am Dienstag. Dann sehen wir uns hoffentlich am Dienstag zu einem neuen Video von uns und von uns. Und bis dahin eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit und 1000 Küsse und los geht's. Weiter geht's. Macht's gut. Bleibt gesund, hast du gesagt? Hab ich gesagt. Passt auf euch auf? Hab ich alles gesagt. Okay. Dann habe ich dir nichts hinzuzufügen. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao!